Jonas, du hast gestern gesagt, du wirst wahrscheinlich dein 2-Meter-Bett am meisten vermissen. Angenommen, du dürftest eine Nacht in einem Bett außerhalb von mini schlafen und ein Mitbewohner müsste dafür aber eine Strafaufgabe machen. Wer würdest du für die Strafaufgabe nominieren und warum? Also, wenn ich einen müsste auswählen und eine Strafaufgabe machen, dann wäre es wahrscheinlich der Amir. Weil man, die anderen sind einfach mega sympathisch und er ist in dem Rating, wie er unten wegkommt. Also mit anderen komme ich mega gut aus. Und es sind zumindest gut miteinander. Aber in dem Fall doch eine leichte Abneigung gegen den Amir, den ich hier rausgespüre. Nein, keine Abneigung. Einfach nicht gerade eine Zuneigung. Grosses Thema war die Nacht aus Essen. Reis und Bohnen haben für Pflege in den Mini-WG Extreme gesorgt. Welche Sachen machen dir sonst in den Mini-WG Extreme zu arbeiten und wieso? Also mit dem Essen habe ich kein Problem, muss ich sagen. Das, was ein bisschen mühsam ist, ist, dass man immer 2 Flaschen mit drin hat, dann ein bisschen Platz weg. Jetzt bei mir ist es nicht so schlimm, weil ich bin nicht so groß, aber das ist etwas, was nicht müsste. Noch ein kleines Detail. Und sonst, ja, es könnte am Sonntag Leute in die Shopping Arena haben, da wäre ein bisschen lustiger, ja, anstatt hier alleine sein. Vielen Dank, Jonas. Du darfst den Mini jetzt verlassen. Denk aber daran, dass du dich bis zum nächsten Signal nur in der Mini-WG-Extreme-Zone aufhalten darfst.